Willkommen bei XXL Info Kompakt am Mikrofon Andreas Klamm. Ab und an versuche ich auch einige Fragen zu meiner Biografie und Autobiografie zu beantworten. Heute ist so eine Sendung, in der ich eine Frage zu den Eltern und zu meiner Herkunft versuche zu beantworten. Heute geht es in erster Linie um meinen Vater Manfred Klamm. Sehr früh verstorben. Am 4. Februar 2000 und es fällt mir nicht ganz so einfach, die Frage zu beantworten in Bezug auf meinen Vater, dem Ehemann meiner Mutter, Manfred Klamm. Wer war er? Was hat er getan? Wie ist er zu beschreiben? Das fällt mir insbesondere deshalb nicht so einfach, weil er nicht mehr in der Lage ist, eine Widerrede zu halten oder meinen Auffassungen oder Ansichten zu widersprechen, sofern diese nicht stimmen sollten. Ich kann nur ein ganz persönliches Bild liefern, persönliche Eindrücke, die sicherlich nicht der vielgepriesenen Neutralität gerecht werden oder diesen Anspruch der vielgepriesenen Objektivität, denn eine Beziehung zwischen Kindern, Eltern und deren Väter und Mütter oder den Kindern und Väter und Mütter ist ja doch sehr subjektiv. Es ist etwas ganz Persönliches, etwas, was ja in der Regel auch, es gibt Ausnahmen, wie wir wissen, nicht in der Öffentlichkeit in Deutschland stattfindet. Die Herkunft lässt sich für mich einfacher beantworten. Es wissen auch einige, es gibt die mütterliche Seite und es gibt die väterliche Seite. Die väterliche Seite der Herkunft ist deutsch und die mütterliche Seite ist multinational gemischt. Mein Großvater ist der französische Offizier Hedi Sabaoth, der 1945 in Kaiserslautern stationiert war. Das ist der Großvater der mütterlichen Seite und ich suche ihn seit 1984, seit meinem 16. Lebensjahr. Die väterliche Seite, also die Großeltern, das Großelternpaar meines Vaters ist deutsch. Mein Großvater Emil Klamm ist in Neuhofen in der Pfalz gut bekannt, auch heute noch, obwohl er ja schon viele, viele Jahre nicht mehr lebt. Auch er ist früh gestorben, hat aber ein sehr schönes Alter erreicht. Das muss man dazu sagen, obgleich er auch schwer krank war. Er hat dennoch ein sehr hohes und gutes, schönes Alter erreicht und dafür bin ich auch dankbar, dass mein Großvater Emil Klamm doch so alt werden durfte. Natürlich hätte ich mir gewünscht, er wäre noch ein bisschen älter geworden, auch meine Großmutter Hildegard Klamm. Der Ehemann meiner Mutter Manfred Klamm, das heißt also mein Vater, der ist nicht alt geworden und er hat auch kein gutes Alter erreicht, denn 55, so sehe ich es, ist einfach viel zu jung, um aus dieser Welt zu gehen. Er ist am 4. Februar 2000 auf der Intensivstation V1 der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik, BG Unfallklinik in Ludwigshafen am Rhein, auf der Intensivstation verstorben nach einem schlimmen Unfall in der Nacht des Sonntags des 30. Januar 2000 hatte er, mein Vater, einen sehr schweren Unfall und knapp 4 Tage später ist er dann 2 Tage vor den Geburtstagen meiner älteren Schwester und von mir dann am 4. Februar 2000 gestorben. Das war ein ganz, ganz heftiger Schicksalsschlag. Eine ganz schwere Situation, auf die die gesamte Familie, keiner von uns, weder meine beiden Schwestern noch ich, meine Mutter schon 3-mal nicht, also in keinster Weise, keiner von uns in irgendeiner Weise vorbereitet oder damit hätte rechnen können. Er war krank, er war chronisch krank, mein Vater. Doch diese Krankheit, die stammt aus einer Zeit, einige Jahre nach meiner Geburt.
Wie soll man seinen Vater in wenigen Worten beschreiben? Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige Frage. Ich würde ihn bezeichnen als intelligent, als engagiert, als liebevoll, verzweifelt, schwer krank geworden im Laufe der Jahre. Lebensretter, er war Lebensretter, Helfer, Familienvater. Er war kein Engel. Er war kein Engel. Er war Mensch. Ein engagierter, intelligenter Mensch. Er hat gerne geliebt. Vater von 3 Kindern, Ehemann einer Ehefrau, Züchter von einer ganzen Hundestaffel. Er hat, so glaube ich, einen der schwersten Berufe in Deutschland ausgeübt, die man in Deutschland ausüben kann. Das war vor meiner Geburt noch. Ich bin im Jahr 1968 geboren. Und er engagierte sich einerseits im Rettungsdienst beim ASB, beim Arbeiter-Samariter-Bund. Er war praktisch begabt. Er konnte ganze Motoren zerlegen und wieder zusammensetzen. Er wurde Maschinenschlosser. Und den schwersten Beruf, den ich jetzt meine, der kommt jetzt. Er war Feuerwehrobermann bei der städtischen Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen am Rhein. Ich glaube, das ist einer der schwersten Berufe, weil ich erinnere mich noch heute, obwohl mein Vater ja vor mehr als 10 Jahren gestorben ist, an einige der Gespräche über seinen früheren Beruf als Feuerwehrobermann bei der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Das war ein Beruf, der vermutlich meinen Vater an die Grenzen der Belastung gebracht hat, aufgrund sehr schwerer und schlimmer Einsatzgeschehen. Ein Beruf, den mein Vater, den Feuerwehrobermann, sicherlich auch herausgefordert hat, erfüllt hat, doch die Umstände möglicherweise auch dazu geführt haben, dass er auch schwer krank geworden ist. Was ich sehr bedauere, weil ich denke, der Beruf des Feuerwehrmanns ist sicherlich auch ein schöner Beruf. Wie Sie wissen, die Stammhörer von Radio TV IBS Liberty, hatte ich 1984 dann eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen. Das heißt, ich hatte damit begonnen, für die Tagespost, für die Tageszeitung Tagespost in Speyer am Rhein, Speyerer Tagespost zu schreiben. Mit dem Beginn des Kabelpilotprojektes Ludwigshafen Vorderpfalz wurde ich freier Radio- und Fernsehproduzent, freier Journalist, Autor, Schriftsteller und konnte ja immerhin jetzt insgesamt 9 Bücher veröffentlichen. Also etwas ganz anderes als diese soziale Arbeit des Feuerwehrmanns, auch diese helfende Arbeit des Feuerwehrmanns. Erst 1993 wurde ich persönlich, ich will aber jetzt nicht zu sehr persönlich über mich sprechen, im sekundären Zweitberuf nach einer 3-jährigen Ausbildung im Kreiskrankenhaus Reutlingen und dem Bestehen des Staatsexamens in Tübingen dann staatlich geprüfter Krankenpfleger, also die männliche Form von Krankenschwester, staatlich geprüfter Krankenpfleger, nach der Änderung des Krankenpflegegesetzes in den Jahren 2003 bzw. 2004 lautet die neue Berufsbezeichnung, und ich finde das auch gut, dass man die Berufsbezeichnung entsprechend angepasst hat, staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenschwester oder staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger, also die männliche Ausführung der Krankenschwester. Dort konnte ich dann noch die soziale Ader ja, im praktischen Berufsleben umsetzen. Das geht als Journalist in der Regel eher seltener.
weil da geht es darum, objektiv Nachrichten zu verbreiten. Das ist mein Hauptaufgabengebiet. Es geht darum, Informationen zu vermitteln. Weniger darum, das kommt auch vor, Kommentare zu schreiben. Also etwas ganz anderes als die Tätigkeit im öffentlichen Dienst, wie beispielsweise bei Feuerwehr, bei Polizei, im Rettungsdienst. Ich denke, dass ich dann später, einige Jahre später, tatsächlich noch staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger geworden bin und auch noch Rettungssanitäter. Das ist wohl so ein Erbe, denke ich. So ein etwas, das mir mein Vater mit in das Leben mitgegeben hat, was vielleicht auch in der Familie ist, im öffentlichen Dienst tätig zu sein, öffentlich tätig zu sein, auch für andere da zu sein, Feuerwehr, Leute, Polizisten, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärzte, bitte nicht vergessen, Apotheker, sind auch Postbeamte nebenbei bemerkt, darauf komme ich dann noch zu sprechen, die sind ja im öffentlichen Dienst und es ist ja deren Aufgabe auch, für andere Menschen da zu sein. Beim ASB beispielsweise heißt es auch, Helfen ist unsere Aufgabe. Eine ganz besondere Aufgabe. Mein Vater, Lebensretter, war er ohne Zweifel. Es gibt davon auch Rheinpfalz-Berichte. Die Hörer, die jetzt nicht aus der Pfalz kommen, nicht aus Rheinland-Pfalz, die kennen die Tageszeitung, die Rheinpfalz vielleicht nicht. In Ludwigshafen am Rhein kennt natürlich jeder die Tageszeitung. Die Rheinpfalz, ich denke auch in Mainz, in Rheinland-Pfalz wird man die Tageszeitung, die Rheinpfalz sicherlich kennen. Dort hatte ich 1984 übrigens mein Praktikum gemacht bei Christina Osterwald. Und dann durfte ich noch weiter die praktische Ausbildung in der Speyerer Tagespost machen. Und habe es Learning by Doing, Learning durch Lernen in der Praxis, dann meine journalistische Ausbildung mit 16 Jahren erworben. Denn mit 16 Jahren war ich ja für ein Studium zu jung. Üblicherweise gibt es ja auch noch die Chance, Journalist zu werden. Das ist aber keine Mindestvoraussetzung. Anders als in der Pflege ist ja auch keine geschützte Berufsbezeichnung. In Deutschland zumindest nicht. Ist es ja auch möglich, eine praktische Ausbildung im Verlag als Journalist zu machen, auch ein Volontariat zu machen. Das trifft für meine persönliche Situation zu. Ich hatte dann später auch noch bei Stadtradio Heilbronn, in der Beziehung muss ich auch der Bundeswehr dankbar sein, man hat mich das sogar früher freigestellt, dann noch ein Volontariat begonnen, mit einer Ausbildung dann weiterzufahren oder weiter fortführen zu können im journalistischen Bereich. Ich denke, die große journalistische Praxis, die konnte ich mir bei der Speyerer Tagespost im wahrsten Sinne des Wortes in der Praxis erarbeiten. Zurück, es geht ja heute nicht nur um das, was ich erlebt habe, sondern es geht ja um die, zwar um meine Biografie und Autobiografie und damit natürlich auch ein Bestandteil meiner Ausbildung, aber es geht um meinen Vater Manfred Klamm. Ich denke nochmal zusammengefasst, er war Lebensretter, er war Helfer, er war intelligent, er war engagiert, er war handwerklich begabt, er war für andere da, er war ein liebender Mann, also Liebe hat ihm viel bedeutet. Er war dreifacher Familienvater und er war auch verzweifelt und chronisch krank. Denn leider musste er diesen schönen Beruf des Feuerwehrmanns, wo er einige Jahre nach meiner Geburt oder auch nach der Geburt meiner jüngeren Schwester aufgeben, er konnte das nicht mehr ausüben. Genau weiß ich es nicht, aber an die Gespräche, an die ich mich erinnere, gab es ganz schlimme Einsätze, auch mit Kindern. Und das hat ihn sehr, sehr belastet. Also er hatte auch Kindern versucht, und es ist ihm auch gelungen, aber es ist auch nicht gelungen, Kindern das Leben zu retten. Doch ich erinnere mich an einen Einsatz, in dem es nicht gelungen war. Und dieser Tod des Jungen, das hat meinen Vater sehr, sehr bewegt. Und ich glaube, heute noch sagen zu können, es hat ihn auch ganz, ganz extrem belastet. Und vielleicht war das einer der Gründe, weswegen er schwer krank geworden ist. Und diesen schweren Beruf, und ich habe Respekt, sehr großen Respekt vor jedem Feuerwehrmann, diesen schweren Beruf des Feuerwehrmanns in Ludwigshafen am Rhein bei der städtischen Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen am Rhein nicht mehr ausüben zu können. Ich vermute, das war einer der Gründe. Dann wurde mein Vater später Postbeamter. Dort war er sehr, sehr, sehr viele Jahre tätig, solange es denn noch ging.
bis er dann Frührentner geworden ist, aufgrund von Erkrankung, aufgrund von Minderung der Erwerbsfähigkeit, also man spricht ja heute von der sogenannten EU-Rente, das heißt Rente wegen der Minderung der Erwerbsunfähigkeit. Er war dann nicht mehr in der Lage, beruflich tätig zu sein, auch nicht als Postbeamter, ist ja auch ein öffentlicher Dienst. Und so wurde er dann im klassischen Sinne, wie es in der Pfalz genannt wird, zum Frührentner. Das heißt, er musste vorzeitig aus dem Berufsleben gehen und ja, auch zum Arzt gehen. Es gibt eine Situation, an die ich ganz besonders auch persönlich denke. Ich hatte 1994 einen Autounfall und hatte dann in der Folge dieses Autounfalls finanzielle Probleme und hatte dann eine doppelte Arbeitssituation, eine doppelte Arbeitsstelle angenommen. Einmal hauptberuflich, einmal nebenberuflich. In der nebenberuflich war ich dann in der Pflege auch tätig, in Reutlingen, im ambulanten Pflegedienst und in Tübingen. Und hatte dann dort wohl in der Folge von Überlastungen, Übermüdungen und ja, Erschöpfung auch einen Berufsunfall. Das heißt also, eine Kanülenstichverletzung bei einer Patientin, die sehr, sehr schwer krank war. Ich will die Diagnosen jetzt nicht alle nennen. Daher kommt eine Hepatitis C-Infektion. Das war natürlich schon ein ziemlich heftiger Einbruch in meinem Leben. Es war eine Katastrophe. Ich empfinde es auch heute noch als Katastrophe. Und dann gab es einen wunderbaren Hausarzt und eine Hausärztin, die mir es möglich gemacht haben, Interferontherapie, also Roferon-Alpha-A3-Interferontherapie zu bekommen, um die Virenlast und die Folgen der Hepatitis C-Infektion zu mindern, wenn nicht sogar aufzuheben. Das ist leider nicht gelungen, aber zumindest zu reduzieren. Und ich erinnere mich an die Zeit, das war für mich natürlich ein Strohhalm, vielleicht sogar dieses Virus ja so inaktiv wie möglich zu bekommen, keine Leberzirrhose, keinen Leberschaden zu bekommen. Das kann nämlich die Folge sein von einer Hepatitis C oder gar ein Leberkarzinom. Nach vielen Jahren ist das möglich, nach einer Hepatitis C. Und dann war das Roferon für mich ein Strohhalm. Und ich habe mich gefreut, dass es mir Ärzte möglich gemacht haben, die Interferontherapie erfahren zu können als Hilfe. Doch wie jedes starke Medikament, das gut wirken soll, hatte das Interferon, das Roferon Alpha A3, ich glaube, es wird von Boehringer hergestellt, das hatte ziemlich viele Nebenwirkungen bei mir ausgelöst. Haarausfall war das geringste, also es war immer ganz interessant, dann in die Dusche zu gucken. Haarausfall war das geringste Problem. Es war dieses Gefühl auch des Knochenschmerzen, Gliederschmerzen, die ich heute noch habe. Und auch dieses ständige Grippegefühl. Probleme physischer und psychischer Art. Also mir ging es während der Interferontherapie ganz und gar nicht gut. Mir ging es sehr schlecht, sowohl physisch als auch psychisch. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr froh, dass mein Vater Manfred Klamm diese medizinischen Grundkenntnisse hatte aus dem Rettungsdienst und auch als Feuerwehrobermann, als ehemaliger Feuerwehrobermann der Stadt Ludwigshafen am Rhein. Denn er hat mir in dieser Situation sehr, sehr geholfen, mir auch aus einer Notlage geholfen. Es war sehr ernst, er hat mir aus einer sehr ernsten Notlage geholfen, hat also dort gewissermaßen innerhalb der Familie dann auch nochmal einen Rettungsdienst geleistet, obgleich er ja aus seinem Beruf als Feuerwehrobermann bei der Stadt Ludwigshafen schon sehr viele Jahre zuvor ausscheiden musste und auch aus dem Rettungsdienst, weil er selbst ja chronisch krank wurde. Und insofern sehe ich es als etwas ganz Besonderes an und werde dies auch nicht vergessen. Über seinen Tod hinaus, er ist jetzt schon mehr als 10 Jahre tot, das heißt also am 4. Februar 2000 gestorben, und ich bin noch heute dankbar dafür, dass er dann, während alle anderen Panik abgeschoben haben, was ist mit dem Andreas los, keiner wusste das genau,
er daran gedacht hat, dass natürlich so eine Intensivtherapie, um die Hepatitis C möglicherweise zu heilen, das ist leider nicht gelungen, doch zumindest die Virenlast mit dem Interferon, das ist ein ziemliches Hammermedikament, so eine Art Rosskur, also Rofaron Alpha A3 nenne ich es jetzt mal salopp Rosskur, es ist nicht so ganz richtig, es so zu bezeichnen, aber ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ich bin dankbar dafür, dass mein Vater Manfred Lamm daran gedacht hat, es könnten ja auch Nebenwirkungen sein. Und es hat sich dann später herausgestellt, allerdings erst 3-4 Monate, nachdem die Interferontherapie ausgeklungen war, dass es Nebenwirkungen eines Medikamentes waren, die bei mir nach diesem Berufsunfall, Kanülenstichverletzung, chronische Hepatitis C-Infektion, Interferon-Alpha-A3-Therapie. Ich hatte über 40 Fieber nebenbei bemerkt, ich war ja auch auf Intensivstationen deshalb, auch als Patient, nicht nur zum Arbeiten dort, sondern leider auch als Patient, in der Situation als Patient, dass dann mein Vater daran gedacht hat, das können auch diese physischen und psychischen Probleme natürlich auch Nebenwirkungen dieses Medikamentes sein, was ein ziemlicher Hammer ist und dennoch auch sehr gut ist. Ich bin noch heute dankbar dafür. Die Nebenwirkungen, darauf hätte ich verzichten können. Das muss ich dazu sagen. Wenn meine früheren Ärzte, heute habe ich ja leider keine, aber wenn meine früheren Ärzte zuhören sollten, danke ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders. Die Ärzte hatten sich ja auch an die Tageszeitung die Rheinpfalz gewendet. Ich danke für diesen Einsatz, dass diese Roferon-Interferon-Alpha-A3-Therapie möglich geworden ist. Ich denke, so ein bisschen Erfolg ist doch bei ihr herausgekommen. Es gab nicht nur Nebenwirkungen, nicht nur Komplikationen, nicht nur Nebenwirkungen physischer und psychischer Art, sondern dann einige Monate später konnte zwar bei der zweiten Leberpunktion ja Schäden an der Leber bereits diagnostiziert werden, aber doch zumindest eine reduzierte Virenlast in der Leber festgestellt werden, was ich auf den Einsatz des Interferons, des Roferons Alpha A3 zurückführe. Das kann ich natürlich wissenschaftlich jetzt nicht beweisen, aber ich sehe es einfach so, das hat ein Stück weit geholfen, nicht ganz so, wie ich es erhofft hatte und auch wie es die Familie erhofft hatte. Doch es hat geholfen. Dessen bin ich mir sicher, vielleicht nicht vollumfänglich. Die Nebenwirkungen, naja, die sind vorüber, die sind vorbeigegangen. Es war eine harte Zeit, also es waren sicherlich gut 9 Monate, in denen es mir absolut ganz und gar nicht gut, sondern sehr, sehr schlecht ging. Haarausfall, 40 Fieber, also das waren die geringeren Nebenwirkungen. Es gab also ganz schwere weitere Nebenwirkungen, die nicht nur mich persönlich belastet hatten, sondern auch die Familie belastet haben. Mein Vater war auch ein sehr engagierter Mensch. Ich hatte es schon mal erwähnt, dass er auch ganze Motoren von Autos auseinandernehmen konnte. Das ist eine Kunst für sich schon bereits. Und die andere Kunst auch, dass er sie wieder zusammensetzen konnte, und zwar so, dass die Motoren dann auch noch funktioniert haben. Ich bewundere das. Leider, diese handwerklichen Fähigkeiten, die sind mir leider nicht mit in die Wiege gelegt worden. Das, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Es hat mir noch kein Mensch gezeigt, wie es funktioniert so richtig. Mein Vater hat es versucht, aber irgendwie ist es nicht gelungen. Was sicherlich auf ihn ein weiteres Merkmal, auf meinen Vater Manfred Lamm, noch zutrifft, ist, dass er, und das wissen auch die Menschen, die ihn vor seinem Tod im Jahr 2000 kannten, er war sehr, sehr autoritär. Ich habe es ihm also auch zu verdanken, dass ich bei der Bundeswehr gedient habe und dienen konnte. Da gab es keine Widerrede, das war beschlossene Sache, das hat er beschlossen und das hat er so vorgesehen. Er wollte für mich sogar die Laufbahn eines Berufssoldaten realisieren. Das war so die Vorstellung meines Vaters, er wollte, dass ich Berufssoldat werde. Und ich hatte andere Wunschvorstellungen, Wünsche
und Pläne und hatte dann andere Pläne realisiert. Ich wurde dann später zum anerkannten Kriegsdienstverweigerer. Da gab es natürlich dann so eine Spaltung in der Familie drinne. Mein Vater, voll und ganz pro Bundeswehr, wollte seinen Sohn zum Berufssoldaten machen und der Sohn wird dann später zum Kriegsdienstverweigerer. Er war sehr, sehr autoritär. Es gab auch keine Diskussion, sondern es hieß, das wird so gemacht und das bleibt so. Und das hat dann zu einer Konfliktsituation geführt und auch dazu geführt, dass ich mit 18 Jahren, als ich 18 war, dann von zu Hause ausgezogen bin. Ich war der Letzte, der von zu Hause ausgezogen ist. Meine Schwester ist bereits die Jüngere mit 16 ausgezogen. Die Ältere, die war auch so wie 18, 17, 18, als sie ausgezogen ist. Und naja, ich bin dann als Letzter mit 18 Jahren von zu Hause ausgezogen. Mit einer der Gründe war tatsächlich die Diskussion um die Bundeswehr. Ich hatte also auch dann einen Test vermasselt. Ich hatte andere Vorstellungen, weil ich mich seit 1984 im Beruf des Journalisten berufen und zu Hause fühle und arbeite seit 1984 jetzt als Journalist, als Rundfunkjournalist, als freier Fernseh- und Radioproduzent, als Autor, als Schriftsteller, als Moderator und sehe dort meine Berufung, meine erste Berufung und auch dort meine Aufgaben- und Tätigkeits- und Arbeitsfeld und Wirkbereich. Mein Vater hatte andere Vorstellungen. Bundeswehr, sicherer Arbeitgeber, wird garantiert nicht Konkurs gehen. Und naja, man hat immer sein Auskommen, von daher hatte er ganz sicherlich recht. Ich denke, die Bundeswehr wird wohl kaum Konkurs gehen und naja, Berufssoldaten sind üblicherweise schon finanziell und auch materiell gut ausgestattet. Da hat er es sicherlich gut gemeint, nur hat er natürlich vergessen, dass von der mütterlichen Seite auch noch von den Wurzeln her ja noch französisch-afrikanische Wurzeln bestehen und ich denke, das hat zu einer Konfliktsituation geführt, die auch mein Vater Manfred Lamm nicht nachvollziehen konnte und auch nicht verstanden hat, weil für seine Welt, er hatte ja nur deutsche Wurzeln, Bundeswehr, sicheres Auskommen, sichere Versorgung und natürlich ähnlich wie er damals ja auch als Feuerwehrobermann oder dann später als Postbeamter öffentlicher Dienst, da ist man auf der sicheren Seite, das waren wohl so seine Überlegungen. Ich kann es heute verstehen, aber er war extrem streng, sehr, sehr streng. Auch meine Schwestern sagen, er war zu streng. Es sagen auch Außenstehende, die so ein bisschen was von der Familie mitbekommen haben. Er war zu autoritär. Also mehr Diskussion wäre schön gewesen. Mehr Rede, mehr Freiheit. Mehr miteinander sprechen, auch über Dinge sprechen. Ich denke, wenn er mir das erklärt hätte, so wie ich es dann später erst verstehen konnte, als ich ja auch reifer und älter geworden bin, dass er es gut meint, mich zum Berufssoldaten machen zu wollen, der ich da nicht geworden bin, dann hätte mein Lebenslauf vielleicht nochmal eine ganz andere Richtung nehmen können und ich wäre heute vielleicht, keine Ahnung, ja, immer noch bei der Bundeswehr. Um die Bundeswehr bin ich nicht umhergekommen, also Wehrpflicht, das war auch eine Staatsbürgerpflicht, damit kann ich auch heute leben, denke ich. Und die ging 15 Monate. 15 Monate, ein paar Wochen hat mir die Bundeswehr geschenkt, um dann für Stadtradio Heilbronn tätig zu werden, mit der Aussicht vielleicht auch ein Volontariat weitermachen zu können bei einem weiteren Medienunternehmen. Da gab es dann nochmal berufliche, ja, da waren nochmal Steine im Weg gelegen, wie man es so schön sagt. Und ich musste ein paar Umwege gehen. Bin dennoch immer noch als Journalist, als Rundfunkjournalist, als Autor, Schriftsteller tätig. Mein Vater hat übrigens auch die Artikel gelesen und er war auch ein guter Kritiker, das muss ich auch jetzt mal sagen. Er hat meine Artikel, die ich mit 16 Jahren, mit 17, 18 Jahren geschrieben habe in der Tagespost Speyer und sie ab und an auch gezeigt habe, die hat er gelesen. Man muss aber wissen, dass wir wohnen seit den 70er Jahren, seit 1975, in Neuhofen in der Pfalz, dass die Speyerer Tagespost, die Tageszeitung in Neuhofen, nicht erhältlich ist. Das heißt, er konnte sie nur lesen, wenn ich sie ihm mitgebracht habe. Und ab und an hat er dann doch meine Beiträge gelesen und auch kritisiert und gesagt, das ist weniger gut und das ist gut. Und dafür bin ich ihm auch noch sehr, sehr dankbar heute. Also er hat es echt gemeint, er war ehrlich, er hat es in der Beziehung auch ehrlich gemeint.
Und er hat gesagt, das ist gut und das ist weniger gut. Und er hat auch mal ein Lob ausgesprochen. An das erinnere ich mich natürlich auch noch gerne. Das ist so das Bild, was ich von meinem Vater habe. Am 4. Februar 2000 ist er verstorben. Das ist inzwischen mehr als 10 Jahre sind vergangen. Es war eine ganz, ganz schwere Situation für meine Mutter, für die Familie. Manfred Lamm zusammengefasst, intelligent, handwerklich begabt, liebend, Familienvater, dreifacher Familienvater, viel zu früh gestorben mit 55. Und engagiert, das sollte ich vielleicht noch erklären, wie das zu verstehen ist. Einige wissen es, auch der Bundesverband für die Rettungshundestaffel. Er hat wenige Jahre vor seinem Tod die Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim e.V. gegründet, die zum Einsatz kommt bei Vermisstensuche, bei Trümmersuche. Das heißt also, wenn Erdbeben geschehen, dann kommt eine Rettungshundestaffel zum Einsatz. Es gibt viele Informationen, die im Internet oder bei Google zu finden sind. Er hat sich also nochmal richtig engagiert, auch für andere. Hat auch sehr, sehr gut mit Hunden umgehen können. Und die Hunde hatten auch ein gutes Vertrauensverhältnis zu meinem Vater Manfred Lamm. Er hat auch andere Menschen anleiten können. In Waldsee-Otterstadt hat er öffentliche Aufführungen mit den Hunden gezeigt, was Hunde, Rettungshunde leisten können. Ich bin heute noch platt und erstaunt, was Hunde mit einer guten Ausbildung leisten können und auch leisten. Da bin ich extrem tief beeindruckt. Mein Vater hat diese Hunde ausgebildet. Und insofern engagiert. Ich denke, das ist dann nochmal ein sehr bemerkenswerter Schlusspunkt. Von einer Übung vielmehr, hatte er dann diesen schrecklichen Unfall, den er leider nicht überlebt hat. Und so hat er praktisch auch die Rettungshundestaffel hinterlassen und hilft über seinen Tod hinaus, wenn man es so ausdrücken darf, ohne Übertreibung, mit einer Rettungshundestaffel, die er gegründet hat, die Rettungshundestaffel Ludwigshafen-Mannheim e.V., angeschlossen beim BRH, beim Bundesverband für das Rettungshundewesen oder Bundesverband Rettungshundewesen, hat er praktisch nochmal eine Einrichtung, einen Verein geschaffen, die anderen Menschen hilft, die in Not geraten, in schwerste Not. Ich denke, das ist eine beeindruckende Leistung, die er dann nochmal, obwohl er ja chronisch krank und Frührentner war, realisiert und auf die Beine gestellt hat. Manfred Lamm war ein besonderer Mann. Er war Lebensretter, engagiert, intelligent. Er war kein Engel, er war sehr, sehr streng und autoritär. Doch er war auch gut und ein Retter. Das ist das, was ich in Kürze, ich glaube, ich habe jetzt die Sendezeit etwas überzogen, ich bitte um Entschuldigung, zu meinem Vater Manfred Lamm, aus der Erinnerung und aus dem, was ich erlebt habe, berichten und erzählen und auch beschreiben kann. Es gibt sicherlich mehr zu berichten, aber unsere Sendezeit, die ist knapp. Ich danke fürs Zuhören. Das war heute XXL Info Kompakt mit Informationen zu Manfred Lamm, einem engagierten Helfer, der sich selbst nicht helfen konnte. Ehemaliger Feuerwehrobermann der Stadt Ludwigshafen am Rhein, ehemaliger Postbeamter, ehemaliger Frührentner, Gründer der Rettungshundestaffel Ludwigshafen Mannheim e.V., angeschlossen beim Bundesverband Rettungshundewesen, gelebt hat mein Vater vom 10. April 1944 bis zum 4. Februar im Jahr 2000. Er ist gestorben in der Folge eines sehr schweren Autounfalls. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal bei XXL Info Kompakt. Bleiben Sie gesund, so weit wie möglich. Und wenn Sie nicht gesund sind, soweit es möglich sein sollte, dann bitte werden Sie wieder gesund. Ihr Andreas Klamm von Radio TV IBS Liberty. Dies ist eine Produktion von Radio TV IBS Liberty.
Independent Broadcasting Service Liberty. Das meint in deutscher Sprache so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit. Verantwortlich für die Produktion von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113-67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 41 68 02. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Noch einmal zum Mitschreiben: E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere Informationen zu den Sendungen und Produktionen von Radio TV IBS Liberty finden Sie auch weltweit im Internet bei www.ibstelevision.org und alternativ www.radiotvinfo.org. Noch einmal zum Mitschreiben: Internetpräsentationen und Informationen zu Radio TV IBS Liberty weltweit im Internet bei www.radiotvinfo.org.